Bullseye. So, das war 4. Oha, hier auch wieder keine einzige Flasche. Der Sprudel. Und dann ist heute der dritte Film durch. Damn, sind wir gut unterwegs, Alter. So gut. So gut. So. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir fangen mal mit dem Kompass an, ne? Gut, 5 von 8 haben wir. Das sind wahrscheinlich genau die, die wir jetzt hier machen können, ne? Gehe ich mal von aus. Aber irgendwo müssen wir anfangen, also fangen wir jetzt einfach mal mit dem Kompass an. Sagt er, macht jetzt erstmal die Flasche hier drin. Okay, irgendwas ist hier, dass hier dann trotzdem noch ein Ding sie kommt. Ein Fass kommt, alles klar. Erstmal nehmen wir den hier. Zack, bumm. Zack, bumm. Sehr schön. Marty, Zerstörung. Du hast gerade vielleicht mal ein bisschen den Plan über den Haufen geworfen. Vielleicht machen wir doch nicht den Kompass zuerst so zwingend, weil das Problem beim Kompass ist, dass, ich sag mal, da eine Gefahr besteht, dass wir in der Story weiterkommen. Also nicht, dass das jetzt schlecht per se ist, ne, aber ne, dass Cutscene kommt und wir dann plötzlich woanders sind. Nicht gemacht letztes Mal. Hallo. Ah, weil ich das nur für den Rettungsreifen gemacht habe. Aber ich das hätte nochmal machen sollen für die Flasche, deswegen. Dann jetzt nämlich nochmal reingucke. Nicht, wo wir hingucken, ne? Aber. I guess trotzdem auf die. Ist hier noch wer anderes? Ah! Haha! Muss auch erstmal finden, ey. Halbes Wimmelbild da auf dem Boot. Oh, okay, ich brauche hier eine Fackel. Zwecks der Tentacles. Ein Croissant. Oh, wo ist denn das Schiff hin? Das Schiff drüben ist weg. Weg. Auge. Auch hier rein. Okay. Da ist die Trompete. Aber die will ich jetzt mal noch gar nicht haben, ne? Wegen genau dem Ding, was ich meinte, wegen dem Kompass. Okay, Kompass haben wir fertig. Jetzt wird er nochmal hoch, vielleicht, ob da oben, ne, irgendwas muss ja das Fass da zum Vorschein bringen. Die Flasche, I guess.
erstmal dazu darüber. Piu-piu. Okay. Das wäre das. Ach so, das wäre die Variante ohne Marty gewesen. Die Variante ohne. Wie? Hä? Der ergibt sich mir noch nicht ganz. Ne? Vielleicht diese Sirene wegen den Glasdingern da oben? Oder Davy, weil das Zeug rot ist. Nicht Davy, Blackbeard. Ja. Okay. Okay, I got you. Gut, die Kompass-Ding durch. Dann können wir jetzt das Hörnchen holen. Also das zweite Hörnchen. Wir hatten ja gerade schon ein Hörnchen. Jetzt ist das Hörnchen. Sehr gut. Und blub, geplatzt. So. Irgendwie sind die alle unten anscheinend. Oder einige. Wir gehen da runter. Das war ja sehr hilfreich. Kappa. Okay. Hier, weil ich es gerade sehe. Muss ich ja nochmal drehen? I guess. Ja. Okay, bin mir noch nicht sicher, wie das Ding da auftaucht, aber okay. Hier wäre ein Apfel. Da, wo der Pfeil hingeht, vielleicht. Aber wie komme ich da hoch? Das ist keine Treppe. Und da komme ich nur da drüben raus, oder? Ah, nee. Irgendwie hat das Ding einen Doppel-Use. Okay. Hier, guck mal. Für dich. Kein Ding. Sirene. Okay, irgendwie dachte ich vielleicht, dass da auch noch ein Ding drin ist, aber anscheinend nicht. Ist hier was? Nee. Okay. Dann fehlt noch, was auch immer das Ding hier triggert, ne? Gucken wir eben Kompass. Warte mal, da drüben können wir was bauen. Da drüben können wir was bauen. Das machen wir mal kurz. Eine Kanone. Sehr schön. Okay, Kompass haben wir irgendwie alles, was wir hier machen können. Dann fangen wir das Schießen an. Einmal Flutung, sehr schön. Okay, ich muss eine neue Fackel holen. Ja, ich verstehe.
Alles gut. Dann wieder hier rüber. Sehr schön. Und dann bauen wir auch hier eine Kanone. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt aufgetaucht bin. Oh gut. Captain Jack Sparrow. Okay, hier sehen wir zwei Kompassdinger auf jeden Fall. Okay, ist das dasselbe Schiff? Ich weiß es nicht. Weil es ist nämlich dunkel. Vielleicht war das der eine, der gerade angezeigt wurde noch. Die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Okay, das ist nicht hier. Das ist auch nicht hier. Alles klar. Komm auf jeden Fall mal darüber. Okay, wir gehen jetzt mal dem Kompass hinterher, ne? Klassische Strategie. Kompass. Gut. Gut. Oben. Okay. Lass mich in Ruhe. Das Ding. Anscheinend direkt unter mir gewesen. Perfekt. Dann einmal hier durch. Dann kommen wir da oben raus, ne? Yes. Dann einmal Captain Jack Sparrow. Gut. Okay. Okay, okay, okay. Eine Laterne auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall Blackbeard am Start. Danach ist Marty am Start. Glaube ich. Oder? Oder ist das Glas? Das könnte auch Glas sein. Das ist Glas. Okay. Jetzt ist Marty am Start. Noch nicht ganz. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit anscheinend. Hä? Digga, was war denn das jetzt? Okay, ich weiß nicht, wie das jetzt technisch so. Was das jetzt technisch gewesen sein soll. Aber okay. Okay. Wir haben irgendwas getan, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier eine Laterne, ne? Und vielleicht mal ganz kurz hier auf Captain Jack Sparrow gehen. Der Kompass ist durch, ne? Yes. Komm, es fehlt noch so ein Fass. Und es fehlt noch das eine Ding am Anfang. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ne? Das ist meine Vermutung. Ich weiß halt nicht, ob wir nochmal zurückkommen, ne? Ha. Weil eigentlich müssen wir darüber aufs andere Schiff, glaube ich, oder? Ich glaube.
Es sieht nicht so aus, als wäre davon jetzt irgendwas noch hier. Ganz ehrlich zu sein. Das Problem ist nur, was mich jetzt mehr nervt. Außer wir kommen da hinten doch nochmal zurück. Dass. Um das Fass zu holen. Wir das ganze Ding wahrscheinlich nochmal machen müssen, ne? Oder die Fässer, weil wir ja dann. Weil hier auch irgendwo ein Fass war. Da, hier oben, glaube ich, oder so. Hier irgendwo war ein Fass. Ne? Und wenn, dann müssen wir ja das komplette Ding quasi nochmal machen. Weil das ja nicht gespeichert hat, welche Fässer wir haben. Das speichert ja nicht den Progress innerhalb des Dings, weißt du? Also, das speichert die Fässer und so, weil die ja kein kontinuierliches Ding sind, aber so halbe Sachen, also so Sachen sammeln und so, speichert das halt nicht. Glaube ich. Also was heißt glaube ich, ne? Ist halt so. Ach, Digga. Und Fahrrad. Sehr schön. So, versuchen wir nochmal. Sehr gut. Komm jetzt da hoch. Komm jetzt denn da hoch. Ist ganz oben. Okay, okay, okay. I got you, I got you. I got you, homie. Ja. Genau. Exactly what I had befürchtet. Gut, dann müssen wir da nochmal rein. War das jetzt schon das letzte? Ja, das war das letzte vom 5, ist das jetzt, glaube ich, ne? Ich glaube, vom 3er. Das 5er vom 3er. So rum quasi. Glaube ich. Yes, der Strudel. Okay. Also uns fehlen die silbernen Fässer. Und drüben das Ding jetzt. Vielleicht ist das connected. Vielleicht ist das wieder so ein extra Raum, sage ich mal, ne? Das Ding da hinten. Wobei war das hier? Ultimative wird, das wird hier gar nicht mehr angezeigt. Ne, dann war das doch das andere, oder? Okay, dann kann ich jetzt nur vermuten, dass es noch einen extra Raum irgendwo gibt, in dem ich nicht war. Der mir jetzt so nicht angezeigt wird per se. Da unten drin? Komme ich da unten rein? I'm not sure. Okay, wie würde ich denn hier unten reinkommen? Maybe über die Zipline da oben? If you smell. Ach doch, das hatte ich. Ja, ja, das war das mit Davy Jones am Ende. Quatsch, das hatte ich ja dann doch noch gemacht. Ich hole mal das Ding in der Hoffnung, dass er das dabei behält. Nee. Okay, vielleicht da unten. Da unten könnte was sein. Aber wie komme ich da runter? Wie komme ich da runter? Wir gucken. Fuck, wie ist das? Der Strudel. Lego, Fluch, der Karibik. Strudel.
So, uns fehlt das fünfte Fass quasi. Minikits. Glutter ist immer nicht so schlecht dabei, ne? Macht in der Schmied. Ne, nicht Port Royal. Oh Gott. Okay, dann halt hier. So. Fünf Muscheln zerschlagen. Yes. Die Muscheln haben wir, glaube ich. Ja, die haben wir gemacht. Fünf Weinfässer. Von Beginn an vor dem Mast auf der rechten Seite an Deck. So, jetzt sehe ich alles. Nein. Wurf zurückgedrückt. Jetzt. So, am Fässer. Wir beginnen auf der rechten Seite an Deck. Das zweite befindet sich links und das dritte auf der rechten Seite an Deck, wenn ihr im Sturm gefangen seid. Warte, was? Wie viel habe ich denn? Okay, hier war eins, da war anscheinend. Das Dach aus Glas mit Sirene haben wir. Rechts vom Minikit 3. Oben am Stand die drei roten Lampen, die haben wir. Habt ihr mit dem Fernrohr Madame Ching beobachtet? Bla. Haben wir auch. Wenn ihr im Sturm gefangen seid, dann lauft an Deck nach rechts, wo ihr in der Story die rechte Kanone herholt. Dazu muss man an einem Rad drehen, ist die Kanone geborgen, dann dreht man noch zweimal am Rad und eine Kiste mit einem orangenen Griff hochgezogen. Das könnten wir eventuell nicht haben. Die schwarz-rote Kiste haben wir. Okay. Okay, okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Fässer wir haben, ne? Die Kisten vor dem rechten Mast. Und ihr könnt euch mit Jack an den Mast hochziehen. Den Apfel haben wir. Und ich weiß nicht, ob wir das mit den Enten geschafft haben. Das weiß ich auch nicht, ob das gezählt hat, ne? Okay, okay. Wir machen mal langsam Progress hier. Okay. Also hier sind nur die Kisten. Ich hoffe, wir haben hier unten bisher alle. So, der wird ein Schirm. Dann verliert er sein Auge. Vor Freude. Machen die Wurst hier rein. Dann das Auge. Dann das Hörnchen. Ist das dann schon alles? Könnte alles sein. Könnte dann alles sein. So. Wobei wir das mit dem Kran schon vielleicht schon gehabt haben, ich weiß es nicht. Das kommt mir so bekannt vor, das Croissant. Ach, das ist da unten. Moment. Ich brauche aber erst eine Fackel. Das Croissant haben wir vergessen. Croissant. So. Jetzt aber. So. Jetzt sind wir im Sturm. Genau. Hatten wir das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Nee, da, also das ist noch ein Pfeil auf jeden Fall. Da sind doch zwei Pfeile. Ah doch, ich glaube, wir haben das tatsächlich rausgeholt, das Ding. Aber konnten es nicht aufmachen, kann das sein? Das kann tatsächlich sein. Okay. Ich weiß jetzt nicht, dass wie viele Fass das waren tatsächlich, weil das irgendwie Fax gemacht hat. Okay, ich glaube, das mit den... mit den Chickens, also mit den Enten fehlt tatsächlich noch.
sollten wir das wirklich separat machen zu dem anderen Dings. Ja, ja. Ausgründen, ne? Wir machen jetzt mal nur die Enten. Vielleicht war wirklich das Problem, dass wir das quasi in einem Ding machen wollten. Ich habe überlegt, irgendwo lassen wir gleich mal offen, ne? Sehr schön, dann lassen wir das mal. Dann können wir hier auf der anderen Seite trotzdem das ganze Ding machen. Aber dann müssen wir nämlich nicht noch, noch zweimal in jedes oder nicht nochmal in jede Kanone rein. Und das hier nämlich trotzdem machen. Meine Katze hier noch nicht weiter. Und dann war's doch schon. Huch. So einfach geht's. Framerate ist wieder am Absterben. Und ich weiß gar nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum, ne? I don't know why. Ich weiß nicht, ob das so viel zieht. Keine Ahnung. Ich meine, rein theoretisch kann es wirklich am Spiel liegen, ne? Dass das einfach wirklich so schlecht gedingst ist. Ich weiß es nicht.